Das ist ja easy peasy bisher. Hi. Ja, das. Ich bin froh Mutes. Alter! Nope. Ich tue keine Kraft, ich spinne, die tut mir überhaupt nichts. Tust du mir was? Hallo YouTube. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, bevor ich mich fertig machen muss. Da habe ich mir gedacht, machen wir doch mal. Oh, ich sitze da drüber, also es ist hier unter mir. The door in the basement. Da hier Load Game steht und das, glaube ich, irgendwie über eine Stunde oder so geht, hoffe ich, dass man halt speichern kann. Oh, es geht direkt los. Es ist fast zehn Jahre her, seitdem ich das letzte Mal hier unten war. Ich habe immer versucht, als Kind diesen Keller zu meiden. Aber seitdem ich diese Tür gefunden habe, die eine, die keiner sehen kann, außer mir, weil ich neugierig war, bin ich dann doch wieder darunter gegangen. Manchmal ist die Tür weg. Ich hoffe, ich werde sie nie wieder sehen, aber sie... Ich würde sie nie wieder sehen, aber sie kam immer wieder. War es schön, dass ich zu Ende lesen konnte. Ich hatte Sorge, dass das weggeht. Ich bin wie immer oder wie meistens nicht gespoilert. Es ist eine Tür im Keller. Auf geht's. Eine Tür im Keller ist auch eine super Idee. Kann ich ja wieder gehen? Kann ich springen? Nein. Habe ich Füße? Nein. It should only be for my boxes to bring. Okay, wir sind Ben. Es ist Claire, die mit uns spricht. Dad hat gesagt, da sollten nur noch 4 weitere Boxen sein, die nach oben müssen. Sie sind mit gelbem Tape markiert. Danke, Claire, dass du mich so erschreckst. 0 von 4 Boxen. Und hier ist eine Box. Mein armer PC. Er muss im Hintergrund rendern. Ich hoffe, dass das alles so klar geht. Kommt da wie schöne warme Luft gerade entgegen. Na? Hallo? I should take the box. Okay. Ach so, ich kann nur eine Box tragen. Ah, ich kann rennen. Oh, das ist gut. Keller sind fast immer gruselig. Hallo? Achso. Genau angucken. Okay, geht direkt weiter, wieder weiter. Es ist noch sehr leise auf meinem Ohr, aber ich habe Sorge, dass das dann doch gleich ein Schockmoment wird. Claire reißt uns einfach die Box aus der Hand und schmeißt uns wieder in den Keller. Das war nur ein Schatten. Was haben wir für einen Keller? Okay. Er sagte mit gelbem Tape. Pick up. Ja, das ist ja easy peasy bisher. Hier, Claire. Okay, eine Box noch. Ich bin schon wieder da drüber. Unter mir steht 3 von 4 Boxes Deposit. Ist das die Tür? Nee, ich brauche nur eine Box. Ich brauche nur eine Box. Box, Box, Box. Oh, was ist das? Wer ist das? E-Turn. Claire and Ben at College. Ah, 1996. Das sind wir mit unserer Schwester. Sehr schön. Die uns hier in den Keller geschubst hat. Ist gerade geklopft. Bin ich gegen Lampe gelaufen? Geht das? Naja, hier ist halt kein Karton. Kann ich Claire das sagen? Claire? Hallo, Claire? Ist sehr herzlos, Claire.
gut. Claire? Hi. Ja, das. Ich bin froh, Mutes. Guten Tag. Hi. Hallo. Du bist also A. Ah. Ich habe einen nackten Mann im Keller. Okay. Tust mir nichts, ne? Wieso sollte ich denn rennen? Wieso sollte ich denn rennen? Nur weil es ein langer Gang ist? Ist unser Keller mit einem alten Minenschacht verbunden? Ja, überall mal lang gegangen sein. Ich höre so ein bisschen die Ambientmusik. Bist du B? Oh, ein Zettel. Es fühlt sich wie Wochen an, seitdem ich durch diese Tür gegangen bin. Doch hoffentlich bleiben wir nicht hier so lange. Ich habe so einen Hunger. Es gibt hier unten keine Sonne. No way of... No. Also weiß ich auch nicht, wie lange ich hier unten jetzt gefangen bin in diesem Ort. Aber ich weiß, es ist schon eine lange Zeit. Ich schaue mich um nach einem Ausweg, seitdem ich hier angekommen bin. Aber das scheint, als würde ich hier für immer bleiben müssen. Ich werde Notizen hinterlassen, natürlich. Ich würde auch Notizen schreiben, in Hoffnung, dass es jemand findet, wenn ich schon längst tot bin. Um zu dokumentieren, was ich so gefunden habe. If nothing else, it will be a good way to keep track of which areas I've been. Ansonsten wird es halt ein guter Weg sein, um zu dokumentieren, wo ich schon überall war und wo nicht. Wenn hier noch irgendjemand anders runterkommt, hier mit der Sanity Intake, mit einem klaren Verstand, meine Informationen könnten hilfreich sein. Das ist ein Text von Markus. Okay, Markus, dann danke schon mal. Und kann ich Continue Exit Game. Ich hoffe echt, dass der speichert. Ist da dunkel? Ich habe noch keine Flashlight, aber es wäre F, okay. Was bist du? It can't be turned by hand. Irgendetwas, was ich mit einem Gegenstand drehen kann. Ich habe echt Sorge, dass ich irgendwann um mein Leben rennen muss. Ich mag sowas nicht. Aber noch schlimmer finde ich Spiele, wo man sich verstecken muss und abwarten muss. C. Ist das ein Radio? Das funktioniert bestimmt nicht. Nein, natürlich nicht. Jetzt bin ich auf der anderen Seite, okay. Dass unser Charakter ja überhaupt nicht diesen Mann da kommentiert hat oder überhaupt mal sagt so, ach du heilige Kacke, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hier ist ein Fernseher. Will ich reinfallen? Nope.
Ja, klingt ja gut. Also hier ist sehr viel Stauraum für den Keller. Richtig öffnen. So. Na gut, dann haben wir halt ein Loch ins Nichts im Keller. Ach, guck mal. Was bist du denn? Ein Händel. Mit dem Händel kann ich bestimmt drehen. Jetzt macht die Tür nicht zu, ist alles gut, ist ja nichts, ist ja nur ein Loch. Was immer aus dem Loch kommt, kann bestimmt nicht kriechen. Wo war das mit dem Drehen? Ja. Okay. Ja, natürlich. Natürlich. Das macht Sinn, dass man einfach ins Ungewisse springt. Bitte erschreckt mich nicht, ich muss pipi. Hi. Ja. Bist du B oder C? Ju. Achso, das bin ich. Entschuldigung. Hallo? R. Bleib ruhig, keine Sorge. Ich habe keine Sorge. Wartet. Er ist unbesorgt. Okay. Jetzt haben wir schon zwei halbnackte Männer im Keller. Gar alles ganz hin. Alter, was habe ich denn eben gesagt? Ich möchte nicht verfolgt werden. Er ist unbesorgt, so, als ob ich so die Orientierung behalten würde. Als ob das gehen würde. Geh weg, lass mich in Ruhe. Ja, ich heile ganz schnell wieder. Was ist das für ein Timer? Oh, ist das die Tür? Du Arschkeks. Du Arschkeks. Sei unbesorgt. Ja, ich bin total unbesorgt. Ich habe hier unten andere Leute gefunden, die verstecken. Aber mit denen stimmt irgendwas nicht. Ja, ach was. The person I've met is missing. Jede Person, das ist mir gar nicht aufgefallen. Jede Person, die ich unten getroffen habe, hat keine Augen. But I can still feel that. Aber ich kann trotzdem fühlen, wie sie mich anstarren. Es ist ein sehr ungutes Gefühl. Wenn ich mit ihnen rede, scheint die das überhaupt nicht zu sorgen, wo sie gerade sind. Ja, das haben wir ja festgestellt. Repeatedly tell me. Ja, die sagen mir dann immer, dass ich mich nicht sorgen soll, aber I'm sure they know more. Aber ich bin sicher, dass sie mehr über diesen Ort wissen, aber sie weigern sich darüber zu sprechen. Fast so, als wären sie verängstigt oder hatten eine Gehirnwäsche. Ja, ich glaube nicht, dass sie verängstigt sind. Was? Ich Mimi, muss meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Ich will nicht schon wieder wegrennen. Ich habe immer noch keine Flashlight. Hör auf damit jetzt. Hat kein Zettel geschrieben mit, ja, die sind alle unbesorgt und greifen mich an. Nope. Schon gut. Alles gut. Ich bleib hier. Ich möchte die Türen jetzt doch zumachen. Safe game. Ah, no game. Okay.
Gut, dass ich das vorhin nicht getestet habe. Missing. Austin Ward. Richard Brennan. Warte mal. R. Und A. A war ja okay. Dich hasse ich. Richard. Okay. Hier ist Speichern. Okay. Ja. Gucken, wen wir da oben haben. Niemand mehr? Was soll das denn jetzt? Hallo? Oh, come on. Du bist doch hier irgendwo. Hi. Oh. Oh no. Ha. Hallo. Was machst du hier unten? Trembling to the garden. Was? Ja, natürlich bist du im Garten. Welcher Garten? Hier ist nichts. Jo. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich will mit deinem Kumpel sprechen. C. Ja. Okay. Bitte tut mir nichts. Wen habe ich getroffen? Ja, das habe ich gerade schon gefragt. Der Mann ohne Gesicht? Wer ist der Mann ohne Gesicht? Oh, tut mir leid. I don't know. Ich weiß nicht, wer das ist. Was? Aber du hast doch gerade... Oh, mach dir keine Sorgen. Verfolgst du mich jetzt wieder? Ich mache mir keine Sorgen. Hi. Oh. Und tschüss. Das ist immer mein Stöpsel. Ist das von dem Stöpsel oder ist hinter meiner Hand? Okay. Hallo? Auf. Da, 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 wo sind denn alle hin? Ja, macht sich auch keine Sorgen. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Was ist hier passiert? Oh, mach dir keine Sorgen. Ja, gut. Natürlich. Natürlich springen wir da rein. Okay, ganz ehrlich, so eine Tür würde ich nicht betreten. Hallo, kann ich wieder meinen Keller? Das ist doch die Tür. Da oben unsere Familie, die da rumläuft. Ich wieder am Anfang. Was klackert da in meinem Ohr? Was denn? Wo denn? Wer denn? Eine Box? Nee, ein Zettel. School camping trip to the Green Valley Forest ended in tragedy. Ein Schulausflug, ein Schulcampingausflug zum Green Valley Forest, also in einem Wald, endete tragisch, als ein Tier, als ein Animal Attack claimed the lives of mehr als ein Tier hat halt viele Camper angegriffen. Camper war on a hike. Während sie wandern waren, ist das passiert durch die Ostregion im Wald. Authorities were called. Um 7 Uhr morgens wurde die Polizei halt dazu gerufen, am Samstagmorgen. Hör auf, in meinem Ohr Geräusche zu machen. Wildlife experts are still unsure
ist zu Wort gekommen. Aber man weiß halt nicht genau, welches Tier das jetzt. Ach so, es ist passiert, aber man weiß nicht, welches Tier das war. Wir haben gesagt, located in area free. Eigentlich war nämlich dieser Ort frei von so gefährlichen Tieren. Aber es ist trotzdem passiert. So, was ist hier los? Nee, hör mal auf, Herzchen. Was? Nee, ist alles gut. Ich soll mir keine Sorgen machen. Ich mache mir keine Sorgen. Sei unbesorgt. Alles wird gut. Ich hasse es, ne? Wenn gerade alles scheiße ist und jemand anderes sagt, ja, alles wird gut. Wenn du weißt, nee, nicht so wirklich gerade. Das sind doch die Dinger, wo ich schon durch bin, oder? Oh, eine. Hallo? Ich will das Lämpli haben. Hä? Manchmal braucht es jemanden, der einem sagt, ja, es ist gerade alles scheiße. Ist halt so jetzt. Hi. Stör die Wände nicht? Die Wände? Er kann uns hier unten nicht erreichen, aber der Mann ohne Gesicht hat viele Haustiere? Wo sind wir? Wer ist der Mann ohne Gesicht? Sorg dich nicht. Lässt du mich in Ruhe? Zur Hölle bin ich hier. Ah, sind das für Geräusche? La 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 la. Hi. Nix. Okay. Weiter eben. Ich bin ja gar nicht da. Ich sorge mich nicht. Ich laufe einfach mal weiter. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Die ist hier rein, ja? Die ist da rein. Ich sorge mich nicht. Ach ja, ich habe immer noch keine Flashlight. Kann ich nicht einfach mal so einen Pau-Strahler mitnehmen? Bitte sagt mir nicht, das ist ein Rätsel. Okay. Dann nicht. Ja, dann gehe ich halt hier hin. Überhaupt nicht, ob das richtig ist, was ich hier tue. Ne? Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, das ist. Passiert was, wenn ich da dran komme? Ich sorge mich nicht. Ich ducke mich automatisch. Das ist ja fein. Ich merke gerade, obwohl ich renne, ne? Und hier alles laufen habe und der PC warm ist, ich bewege mich flüssig. Hört euch das auf? Irgendwas habe mit meinem PC. Ich habe da mal so ein paar Sachen runtergeworfen. Unter anderem Norden. Keine Ahnung, wo es herkam. Und, ja, hallo. Hallo. Nein. Nein, na, was? Oh, hallo. Nein, 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 nein. Alles ist gut. Sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Wir haben keine Taschenlampe. Ist mir egal, ich renn jetzt.
Ist das richtig? Was ist das? Okay. Stehen wir wieder auf hier? Okay. Geronimo! Oh, oh, oh. Was habe ich? Picked up Edge Bone? Ist hier rotes Licht, weil rot, also ist hier rot, weil es rotes Licht ist oder weil ich immer noch blutig bin? Bin ich auf der Spinne gelandet oder war es einfach Fallschaden? Wo muss ich hin? Tust du mir was? Ah, okay. Okay, okay, okay. Geht's dann nicht weiter? Oder war ich zu blind? Ich habe hier einfach nur einen Haken jetzt gekriegt, ja? Okay, nicht die Spinnen berühren. Alles klar. Ich hätte gern noch mal so einen kleinen Speicherpunkt, wenn möglich. Sobald. Okay, nicht die Spinnen berühren. Wollte ich eigentlich auch nicht. Wer möchte das schon? Also, manch ja, er nicht. Ich habe jetzt einen Haken. Was mache ich denn mit diesem blöden Haken? Die Krippel-Krappel-Spinne, die krabbelt den Tunnel hinauf. Ich gehe da mal einfach wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Enter, okay. Okay, das habe ich jetzt. Okay, es gibt drei Dinger. Hier war ich. Ist hier. Da komme ich nicht durch. Krabbel ich noch? Nein. Was war das? Oh, Zettel. Sorry, das ist Skittering. Coming from the walls. Also, ich kann es mir jetzt denken, aber ich kann es nicht erklären. I don't know what's making these sounds. Ich weiß nicht, was diese Geräusche macht und ich will das auch nicht rausfinden. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wenn das jemand liest, bleib hier nicht zu lange. Ja, Markus, das hatte ich eigentlich auch nicht vor. Ich weiß nicht mehr, wo ich herkam. Drei Dinger. Hier war ich doch. Bin ich vielleicht an einem Haken vorbeigelaufen? Irgendwo waren hier doch Haken, aber die habe ich mir doch angeguckt. Ich gehe nochmal hier hin. So, und von hier aus gehe ich dann mal nach links. Oh, guck mal, was ist das denn? Ah, okay, immer solche Löchlein. Ich hätte trotzdem gern was zum Speichern. Ich hoffe, das ist nicht dieser eine Raum. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkommen würde. Eigentlich keine Taschenlampe. Habe ich die irgendwann mal verpasst? Wäre mir zuzutrauen. Die Krippel-Krabbel-Spinne, die tut mir überhaupt nichts. Okay.
Ich meine, da kam ich her. Hier geht's aber auch dran. Ist das eine Abkürzung? Das könnte sein. Enter. Okay. Wir fangen bei dem mal ab, bevor wir nachher weitergehen und einen gefunden haben. Und dann heißt es, nee, kann ich nicht. Ich habe die Hand voll. Okay, da war ich. Ich war hier in der Wand. Aber was ist hier noch? Außer Spinneneier. Ist hier rein. Ich habe mir den Weg nicht gemerkt. War es hier? Ich glaube ja. Ich glaube hier hoch. Wieso habe ich denn heute Orientierungssinn? Das kann doch gar nicht sein. Hoffentlich ist dahinter ein Speicherding. Ich will nicht mehr. Ich muss pipi. Tada! Nicht einfach mal so eine Lampe mitnehmen. Oder hier so eine Axt. Pickaxe. Ja, okay. Hat mir schon lange keiner mehr gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Ein Safe Room? Oh, ein Safe Room. Ja. Das kann ich nicht erkennen. Kann ich nicht erkennen. Nein. Den hatten wir schon. Sie ist Charlotte Hamilton. Henry Tate. Richard Brennan, der Penner. Und Markus. Da ist Markus. Ey, ohne Scheiß, ne? Es ist zwar verpixelt, ne? Aber er sieht wirklich aus wie ein Markus, den ich kenne. So ein bisschen. Na gut. Wir speichern. Mal. Wie man es früher gemacht hat. Mal doppelt. So. Dann war es das mit der ersten Folge. Ich weiß nicht, wie lange dieses Spiel geht. Vielleicht eine Stunde, anderthalb. Also vielleicht zwei oder drei Folgen. Wir werden sehen. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.